Es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir mal ein Video gemacht haben. Und es wird jetzt wirklich mal Zeit, dass wir hier die News-Folge rausbringen, wo wir verkünden, dass wir 200 Abonnenten haben. Yay! Leute, darauf erstmal einen Schluck Milch. Nee, danke, Milch ist Gift. Hä, Milch ist Milch. Jawoll! So, viele haben gefragt, wann kommt eigentlich mal wieder ein neues Waldorf-Video, weil das ist einfach mega abgegangen und das war richtig gut. Und jetzt haben wir uns entschieden, ja, in der nächsten Zeit werden mehr Waldorf-Videos kommen. Unter anderem auch ein Video, das sich mit dem Thema Eurythmie befasst. Wir haben gehört, du kennst dich voll gut mit Trends aus und wir haben gerade so ein bisschen so eine Videoideenflaute und wir bräuchten mal was Neues, was richtig Trendiges, was richtig schön viele Klicks bringt. Was ist denn gerade so richtig trendig? Eurythmie. Also, die von euch, die ein bisschen aktiver auch mit dem YouTube-Business vertraut sind, die haben wahrscheinlich mitbekommen, dass YouTube seine Richtlinien geändert hat. Und man braucht jetzt 1000 Abonnenten, um Geld zu verdienen mit YouTube und 4000 Stunden innerhalb von einem Jahr, wo die Leute das Zeug anschauen. Das haben wir leider noch nicht. Deswegen ist jetzt unser kompletter Lebensunterhalt ist jetzt zusammengebrochen. Ja, wir können kein Geld mehr verdienen. YouTube hat uns eine Mail geschrieben, hey, wir haben euch gekündigt. Das hat uns auch ziemlich getroffen. Ja, sie haben dann noch geschrieben, PS geht Flaschen sammeln, ihr Deppen. Das war echt nicht nett. Also, die zweitbeste Möglichkeit, uns zu unterstützen, ist natürlich euren Freunden unseren Kanal zu empfehlen und denen auch zu empfehlen, dass sie den Kanal abonnieren, weil dann kriegen wir vielleicht irgendwann die 1000 Abonnenten und haben wieder ein gesichertes Leben. Empfiehlt auch. Die beste Möglichkeit ist natürlich, Geld direkt an uns zu überweisen. Und Leute, ihr verfolgt es ja bestimmt schon länger, dass bald Godzilla 2 kommt. Aber jetzt gibt es ein Release-Date. Also okay. Bleibt dran, bald wird es aufregen. Genau. We call him Godzilla. Das war's jetzt für die heutige News-Folge. Bald kommen hoffentlich wieder regelmäßiger Videos. Wir werden in den Osterferien wahrscheinlich hoffentlich viel drehen. Und da kommt was auf euch zu. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Interview der Woche. Vincent, du als alter Bekannter von uns. Hi. Und du warst ja jetzt gerade auch beim Dreh dabei. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie seriös arbeiten Lords of the Parodies? Also, um diese Frage zu beantworten, muss ich eine andere beantworten. Was ist der Sinn des Lebens? Und das kann ich nicht, deswegen sage ich gar nichts. Okay. Aber ihr arbeitet seriöser. Okay, egal, ja. Ja, also. Ich wollte sagen, ihr arbeitet seriöser als eine Zikade mit einem Scheiß. Manchmal ist die Realität einfach lustig. Was ist Realität? Und wer hört deinen Gedanken zu, wenn du schläfst? Okay. Und nun kommen wir zum Witz der Woche. Zwei Erbsen wollen aus dem Gefängnis ausbrechen, aber um das Gefängnis sind 99 Mauern. Ja, sie beschließen also auszubrechen, klettern über die erste Mauer. Fragt die eine Erbse die andere, kannst du noch? Sagt die andere, ja klar, lass weitergehen. Klettern sie über die 50. Mauer. Sagt die eine Erbse zur anderen, kannst du noch? Sagt die andere, ja klar, lass weitergehen. Sind sie bei der 99. Mauer? Sagt die eine Erbse zur anderen, kannst du noch? Sagt die andere, nee, lass wieder umdrehen. Ha ha ha!